Nach schweren Foltervorgängen in einem der Lager wurde der uigurische Geschäftsmann Mutellib schwer verletzt in seine Heimat entlassen. Da er nur nach einer Woche in Krankenhausbehandlung starb, vermutet man, dass er von der chinesischen Regierung mit einer Giftspritze gerichtet wurde. Der 36-Jährige war am chinesischen Flughafen festgenommen worden. Kurz zuvor beendete er seinen Mastergang in Kanada. China fordert die Auslieferung eines uigurischen Geschäftsmanns, der Zuflucht in der Türkei gefunden hat. Nach der Schließung der Restaurantkette Mirage wurden 200 Mitarbeiter sowie ihre Vorgesetzten verhaftet. Einigen Besitzern des Unternehmens gelang es, in das Ausland zu fliehen. Neuesten Berichten zufolge wurde jedoch Kerem Mahmut, Begründer der Mirage-Kette, am 1. Dezember in Istanbul verhaftet und in das Abschiebezentrum verlegt. 29 Menschen kamen bei einem Anschlag auf ein Regierungsgebäude in Kabul ums Leben. Laut dem Sprecher des Innenministeriums, Najib Danish, sei zuerst ein Auto von einem Selbstmordattentäter in die Luft gejagt worden, anschließend stürmten die Attentäter bewaffnet in das Gebäude. Die meisten Todesopfer sind Mitarbeiter des Sicherheitspersonals. Weitere 23 Menschen wurden bei dem Angriff verletzt. Die abscheuliche und menschenverachtende Umerziehungspolitik Chinas scheint nun Vorbild für Oren Hasan, Politiker der israelischen Likud-Partei. Hasan lobt die angeblichen Ausbildungslager von Peking als das beste Mittel im Kampf gegen den Terrorismus. Astana, die Hauptstadt Kasachstans, eröffnete einen Lesesaal für Türkologie, die Wissenschaft, die sich mit der Gegenwart und Zukunft der Türkvölker befasst. Im Rahmen des Projekts Türkische Zivilisation von damals bis heute eröffnete der Präsident Nazarbayev den Saal. Die Veranstaltung wurde von dem Kulturminister Kasachstans und zahlreichen Türkologen besucht.